Hallo, hier gibt es nochmal eine Aufgabe zur Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und zwar geht es hier um ein bestimmtes Zufallsexperiment, bei dem zuerst eine Münze geworfen wird. Nehmen wir mal an, auf jeden Fall, dass es eine ideale Münze ist. Und anschließend wird ein Würfel geworfen. Und der Würfel hat genau dieses Netz. Also sieht etwas anders aus als ein normaler Würfel. Aufgabe für euch ist: Erstellen Sie das vollständige Baumdiagramm mit allen Wahrscheinlichkeiten. Okay, wie sieht sowas aus? Das heißt, man startet mit dem ersten Experiment. Das heißt, man soll eine Münze werfen. Was kann passieren? Man kann also Kopf oder man kann Zahl werfen. Wenn man jetzt zuerst Kopf geworfen hat, soll danach also die andere Münze, Entschuldigung, der andere Würfel geworfen werden. Und der Würfel hat nur die Zahlen 1, 2 und 3. Und wenn man zuerst Zahl geworfen hat, kann man natürlich danach auch erst die 1, dann die 2 und dann die 3 werfen. So, damit haben wir schon mal das vollständige Baumdiagramm fertig. Und jetzt müssen wir nur die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten ergänzen. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz für die Wahrscheinlichkeiten. Das hier noch ein bisschen hoch. Gut. Nehmt am besten eine andere Farbe, dann ist es meistens einfacher zu erkennen, wo ist das Baumdiagramm und wo sind die Wahrscheinlichkeiten. Also Kopf oder Zahl bei einer idealen Münze ist also dieses hier dann ein halb und dieses hier ein halb. Wenn wir uns jetzt den Würfel anschauen, dann gibt es ja hier nur eine 1. Also bei 6 Seiten muss die Wahrscheinlichkeit also ein Sechstel sein. Wenn wir uns anschauen, es gibt zwei Zweien. Bei 6 Seiten ist die Wahrscheinlichkeit also 2 Sechstel oder ihr dürft natürlich auch ein Drittel schreiben, also kürzen. Und die 3 fällt entsprechend dreimal, also ist die Wahrscheinlichkeit 3 von 6. Vielleicht nochmal als kleine Ergänzung für ein Laplace-Experiment. So wie Würfel und Münze das sind, gilt immer die Wahrscheinlichkeit. Das sind die günstigen, also die Ergebnisse, die zum Ziel führen, die günstigen Ergebnisse, wie zum Beispiel jetzt drei Dreien. Und das teilt man durch alle Ergebnisse, die der Würfel zeigen kann. Das ist vielleicht auch noch mal ein ganz guter Tipp, wie man Wahrscheinlichkeiten grundsätzlich bei solchen Laplace-Experimenten ausrechnet. Okay, die 1 hat also hier wieder ein Sechstel oder zwei Sechstel oder hier entsprechend drei Sechstel. Jetzt kann man die Pfadwahrscheinlichkeiten noch ausrechnen. Das heißt, erst Kopf zu werfen. Und dann direkt auch die 1 zu werfen, wäre also die Wahrscheinlichkeit erst Kopf, dann 1. Das würde man dann so schreiben. Und jetzt muss man die Wahrscheinlichkeiten entlang eines Pfades immer multiplizieren. Denn die Wahrscheinlichkeit wird ja geringer, wenn wir beide Sachen erzielen sollen. Also rechnen wir ein halb mal ein Sechstel und mit der Bruchrechnung sind das dann ein Zwölftel. Und wir können das eben auch noch mal in eine Kommazahl umwandeln. 1 geteilt durch 12 könnt ihr in den Taschenrechner eingeben. Dann habt ihr als Kommazahl 0,08 Periode 3. Und in der Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt man die Ergebnisse gerne als Prozent an. Dazu verschiebt man das Komma einfach hier nur nochmal um 2 Stellen, um dann hier zu Prozent zu kommen.
Und dann sind das 8,3%. Genau, das machen wir jetzt einfach bei allen anderen Ergebnissen auch. Das heißt, hier ist es die Wahrscheinlichkeit, dass wir Kopf und dann eine 2 werfen. Also müssen wir die Wahrscheinlichkeiten von diesem Pfad einfach wieder nur multiplizieren. Dann ist es 1/2 mal 2/6. Achtung, jetzt kann man ja über Kreuz kürzen. Kürzt möglichst immer sofort, damit das nicht so kompliziert zu rechnen ist. Dann bleibt hier nur noch eine 1 und da auch eine 1 stehen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit 1/6 oder 0,1/6 oder 16,6%. Jetzt noch die nächste Wahrscheinlichkeit. Hier ist es jetzt ja das Kopffeld und die 3. Das heißt, wir müssen wieder uns diesen Pfad anschauen. Und die Wahrscheinlichkeiten werden wieder multipliziert. Also 1/2 mal 3/6. Und dann können wir entweder hier schon gleich kürzen, dass wir die 3/6 hier in 1/2 umwandeln. Oder wir kürzen eben später. Das ist beides möglich. Dann ist die Wahrscheinlichkeit 1/4, 0,25 und das sind dann 25%. Wenn wir uns jetzt diesen Pfad anschauen, für Zahl und die 1, dann ist das ja genau die gleiche Wahrscheinlichkeit wie dieser Pfad. Also können wir dann das auch direkt dahinter schreiben. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Z und 1 fällt, ist also genau wie oben 1/12. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass Z und die 2 fällt, ist auch entsprechend wie oben, also 1/6. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Z und die 3 fällt, ist dann entsprechend wieder 1/4. Gut, das war so ein kleines Experiment, woran man wirklich nochmal schön das Baumdiagramm üben konnte. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden und dann wünsche ich euch viel Spaß. Das war's.